Vorratsraum. Okay. Oh. Ja, du kannst aufhören, dich wie ein Model fortzubewegen. Wir wissen, dass du vorhast, Germany's Next Topmodel zu werden. Es kommt mal wieder eine Filmsequenz, Leute. Was heißt Filmsequenz? Guckt es euch einfach an. Im Spiegel Narhegib konnte Harry seine Eltern, James und Lily Potter, sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam um. Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Narhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Narhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry. Tja, Harry. Das wirst du wohl erst wissen, wenn Dumbledore seine dunklen Machenschaften weiter verwackt. Harry! Ein großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort. Was will der Troll denn von ihr? Nun komm schon, Harry, wir müssen los. Seltsam. Am Anfang des Spiels wurde ich von Raum zu Raum geschickt und jetzt gibt man mir die Möglichkeit, Gefahr nicht eintreten, verschlossen. Aber alle anderen Türen sind auch zu. Ich kann hier gar nicht anders als durch die Wand. Habe ich nicht vorhin noch was zum Thema mit dem Kopf durch die Wand gesagt? Nun, da es nicht geruckelt hat, werde ich jetzt nochmal über den gleichen Spielstand speichern. Und wie ich das schneide, muss ich dann noch sehen. Vielleicht muss ich dann auf Anmoderation oder Abmoderation verzichten. Wird sich noch zeigen. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass ich wieder wieder so ein Part so kurz lassen machen muss wie den letzten oder vorletzten, je nachdem. Der ging, glaube ich, nur so 8 Minuten oder so, weil es schnitttechnisch einfach nicht anders ging, weil das Programm einfach immer wieder abgeschmiert ist, beziehungsweise immer wieder alles zum Laggen gebracht hat. Alter, was macht der da für eine Bewegung? So viel zum Thema Filch ist hässlich. Oh Gott, ey, da habe ich als Kind auch immer voll die Bange vorgehabt. Guck mal an, wie groß der ist. Und der wirft mit Fackeln. Das ist doch voll angsteinflößend. Der wird so gesagt immer schneller. Beziehungsweise... Für uns wird es immer schwieriger, die Bohnen einzusammeln. Eine habe ich nicht gekriegt. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache, ich krieg genug. Das wird hier relativ knapp werden, Leute. Es wird knapp werden, Leute. Aua. Ich glaube, im zweiten Teil gab es auch noch eine Verfolgungsjagd. Also im zweiten Teil für die PS1. Und da musste man dann irgendwelchen... Da musste man der Fanpost von Gilderoy Lockhart ausweichen oder sowas. Sowas total Beklopptes eben. Oh Gott. Das schaffen wir doch nicht mehr. Oh, doch, wir schaffen es scheinbar. Wie jetzt? Noch eine Passage? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sammel die verkackten Bohnen. Das ist nicht die letzte Stelle, wo wir Bohnen kriegen, Leute. Deswegen ist es auch nicht schlimm,
wenn wir hier nicht alle kriegen. Aber mir scheint, mir schwant, ich weiß nicht, wie sagt man das? Ist jetzt auch egal. Ich habe das Gefühl, dass es relativ gut klappt und wir haben es jetzt, glaube ich, auch geschafft. Voll die lange Treppe. Die wird es garantiert genauso im Schloss geben. Hätte ich auch gern. Der Raum ist auch einfach so unnötig groß, ne? Bist du in Ordnung, Hermine? Aber da muss ja ein Troll reinpassen, von daher. Harry, ich versuche den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf haut. Verwende den weichen Ron. Zurückfluch, damit die Toiletten damit aufhören, uns zu schlagen. Nicht damit er aufhört, mit den Toilettenteilen nach uns zu werfen, damit die Toiletten aufhören, uns zu schlagen. Ah. Ja, wenn er getroffen wird, sorgt das dafür, dass es länger dauert. Wenn ich getroffen werde, zieht mir das denkbar Leben ab. Alter, wie viel Leben das abzieht, ne? Leider ist das Ganze ein bisschen verzögert. Das war's schon? Diese Doppeldeutigkeit hinter dem, was Ron gesagt hat, war auch einfach zu köstlich. Wow. Hast du das gesehen? Danke, Jungs. Das klingt sehr überzeugend mit deiner Bewegung. Ich wette, das Buch gehört zu ihrem Charaktermodell. Den lassen sie da einfach liegen und sie werden auch nicht erwischt oder so, ne? Ja. Ja, Tahu, hau das Mikrokabel. Danke, Hedwig. Harry, Hogwarts zweites Quidditch-Spiel in diesem Jahr beginnt jetzt gleich. Bisschen kurzfristig Bescheid gesagt, ne? Talentierte Ravenclaw-Team an. Ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber du bist der beste Sucher, den wir seit Jahren hatten. Wir warten alle auf dem Quidditch-Platz auf dich. Also komm bitte sofort. Stellvertretende Schulleiterin McGonagall. Sie warten alle nur auf ihn. Schon ein bisschen krass, ne? Oh, da sind sie wieder alle. Machst dich fürs Quidditch-Spiel fertig, was? Ja. Ein aufregendes Spiel werden. Ravenclaw ist ein gutes Team. Hagrid, was weißt du über den dritten Stock? Du meinst Fluffy? Fluffy? Fluffy ist der dritte Stock? Ach so. Ich habe von so einem kleinen Griechen gewonnen. Hab ihn Dumbledore geliehen. Bewacht damit den... Er bewacht was? Was? Nicht mehr danach. Ist streng geheim, jawohl. Jetzt sind wir mit nicht gleich kommen können. Den Hund und das, was er bewacht, ist eine Angelegenheit zwischen Professor Dumbledore und Nicholas Flamel. Ist er nicht Flamel? Nicholas Flamel? Vergiss es. Bin weg. Du solltest dich besser beeilen, Harry. Das Quidditch-Spiel fängt gleich an. Manchmal verstehe ich bei Ron immer noch Helly. Obwohl er doch eindeutig Harry sagen müsste. Mal abgesehen davon frage ich mich bei diesem ganzen Trara so ein bisschen, wieso die so kurzfristig Harry als Sucher eingestellt haben. Hallo Lee Jordan. Des Quidditch-Feldes gibt es drei Tore. Jeder spielt mit dem Quaffel und versuchen ihn durch die Ringe zu werfen. Ich glaube, wir haben so langsam verstanden, wie man Quidditch spielt. Die Klatscher immer im Auge zu behalten. Klatscher sind verzauberte Bälle, die einen vom Wesen hauen können. Jedes Team hat zwei Treiber, die versuchen, diese Klatscher abzuwehren. Auch in diesem Spiel ist Harry Potter der Sucher des Gryffindor-Teams. Im letzten Spiel gegen Hufflepuff hat er den Schnatz gefangen und seinem Team somit zum Sieg verholfen. Achtung! Wenn der Schnatz auftaucht, setzt er Geschwindigkeitsringe frei, die es dem Sucher möglich machen, schneller zu fliegen. Mhm. Ach ja, jetzt sind ja alle wieder auf ihrem Potter-Trip. Potter, brennt dein Besen oder warum kommt da so eine blaue Wolke raus? Ein goldenes Glänzen. Ist das der Schnatz? Pisspot Potter hat den Schnatz gesehen. Ja! Das Publikum ist auf dem Hütchen. Los, Harry,
Der Kommentator kommt mir noch mehr aus dem Häuschen vor. Alter. Sorry. Ich musste mich gerade an der Nase kratzen. Oh, wir haben den Tarnumhang im Inventar. Der schwarz-weiß ist, im Gegensatz zu allem anderen. Ja, das ist sowas wie ein Inventar. Und der sieht mit der Kappe da ein bisschen aus. Ich weiß nicht, das sieht für mich mehr nach Frodo fast schon aus. Also nicht der Frodo, der immer mit dem Floh abhängt, sondern der aus Herr der Ringe. Ich komme mir gerade voll lahmarschig vor. Ist das normal? Das kann man auch anders betrachten. Der wird natürlich auch in keinster Weise beim Namen genannt. Ich glaube, jetzt bin ich schneller als eben. Wir werden, glaube ich, generell mit den einzelnen Ringen immer schneller und schneller. Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen. Soll das heißen, wir fliegen ziemlich schlecht oder soll das heißen, wir fliegen gut? Boah. Ja, ich weiß, das regt dich voll auf, ne? Potter übernimmt die Führung. Jetzt komme ich mir schnell vor. Potter ist so nah dran. Habe ich das? Ich fliege hier gerade so ein bisschen. Ich habe den Schnatz so ein bisschen aus den... Der kann drumrum fliegen. Ich habe den gerade so ein bisschen aus den Augen verloren gehabt. Sorry. Kann man das eigentlich auch verlieren? Würde mich mal interessieren, aber ich werde es jetzt nicht ausprobieren. Oh. Ich bin blöd. Alter, ist das irgendwie verzögert? Ich drück doch rechtzeitig. Geht doch. Das war doch sonst nicht so problematisch. Gut gemacht, Harry. Was keiner für nötig hält auszusprechen. Diesmal heißt es nicht maximale Punktzahl. Hat gerade sogar Snape gejubelt oder kam mir das nur so vor? Könnt ihr euch ja in der Wiederholung ansehen. Beziehungsweise zurückspulen und euch ansehen, wenn ihr denn wollt. Schlechte Neuigkeiten, Harry. Norbert geht es nicht gut. Er ist sehr krank. Müssen ihm ein spezielles Drachentonikum verabreichen, um ihn wieder aufzupäppeln. Für das Tonikum braucht man ein paar sehr seltene Zutaten. Aber die gibt es hier im Schloss nicht. Müssen in die Winkelgasse, um sie zu kaufen. Wie er eiskalt die Pronomen weglässt, damit man ihm nicht anhaken kann, er hätte wir gesagt. Gringotts Bank. Damit man da auch mal war, haben sie das jetzt eingebaut, was sonst eigentlich nie vorkam. Weil sie wollten Gringotts nicht an den Anfang packen. Das wäre ein bisschen lächerlich gewesen. Brauchen 3 Pfauenfedern, eine Uhu-Feder und 3 Warzen einer violetten Riesenkröte. Ohne Geld können wir jedoch nichts kaufen. Logisch. Geh zu Gringotts und hol ein paar Knuts, Sickel und Galeonen. Griphook wird dich erkennen. In ihm tropfenden Kessel und trink ein paar Butterbierchen. Das Spiel ruckelt wieder. Sehen uns, wenn du alles erledigt hast. Wie er einfach eiskalt mich alles machen lässt. Ja, das Spiel ruckelt wieder, aber wir haben jetzt auch die optimale Länge für Sessionende erreicht. Nein, es ruckelt endlos weiter. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich speichere jetzt gleich nur noch außerhalb der Aufnahme. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder an dieser Stelle. Bis dann. Ciao.